Okay, also den Durchbruch möchte ich hier gerne machen. Boah, was hier an Geräuschkulisse jetzt auf einen einprasselt. Das war auf jeden Fall gerade ein Geist. Ich hab dir hier den ganzen Tag den Ball gestohlen. Ach, ist das schön. Und da das ja jetzt durch den Dickmod so schön schnell geht. Das ist halt so, wenn man eine steife Spitzhacke hat. Da knüppelt es sich besser mit. Und nein, nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt. Naja, aber vielleicht ja doch. Das müsst ihr selbst entscheiden. Kohle! So, zack. Zack. Ach herrlich, ein schöner Gang. Aber ich möchte hier auch irgendwann jetzt mal durchbrechen. Oder bin ich jetzt hier... Das kann natürlich auch sein, dass ich hier sogar unter der Stadt noch bin, von der Höhe her. Dass ich mich hier bis zur Stadt durchgraben kann, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Kohle ohne Ende. Das ist sehr schön. Ausgebessert, das hat mir jetzt mal den Grundstein für den Keller gegeben. So, aber ich gehe noch mal ganz kurz rauf, weil das mit dem Firmes Mod hier, das ist mir zu viel gecheatet. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal ein bisschen umgestellt, weil ein bisschen Realismus möchte ich ja doch drin haben und unendlich viel Schmelzkraft mit nur einem Wooden Plank, das finde ich blöd. Das gefällt mir nicht. Und ich habe euch ja von Anfang an gesagt, ich spiele das Spiel jetzt so, wie es mir gefällt. Ich werde natürlich auch zwischendurch ein paar Entscheidungsmöglichkeiten geben. Wie es zum Beispiel gibt, ob ich jetzt das Spiel in der Third Persian View spiele, also in dieser. Da ich das aber, gerade wenn ich draußen bin, gerne in dieser Ansicht spiele, werde ich das auch beibehalten, selbst wenn ihr dagegen stimmt. Deshalb hat sich die Umfrage eigentlich auch erledigt. Ich hatte noch eine Umfrage, ob die Creeper halt mit der Explosion Blöcke kaputt machen sollen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch. Ist das noch an? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, die explodieren und machen auch kaputt. Weil ihr da am meisten Spaß dran habt, das weiß ich. Wenn so ein Creeper in die Luft fliegt und einem schön das Haus zersemmelt. So, wir sind jetzt schon in der Nähe des Spawn Points. Da ist noch Kohle. Wieso sind da jetzt drei? Weil ich hier drei habe. Okay. So, dann passt das auch wieder. Oh, Kohle nehmen wir natürlich direkt mit. Bevor ich in den Kommentaren auch zu hören kriege. Du hast da Kohle vergessen. Das macht mich aggressiv. Nimm die Kohle mit. Ja, ja. Weil wir haben ja noch nicht genug Kohle, von daher. Aber Kohle kann man nicht genug haben. Vor allem, weil ich ja jetzt den Furnace-Mod wieder auf normal eingestellt habe. Zumindest von der Brennmenge. Die Brennzeit, die habe ich beschleunigt gelassen.
Somit kriege ich auch mit einem Stück Holz zwar mehr raus als jetzt im puren, im normalen Spiel, aber nicht mehr ganz so viel wie eben. Da konnte ich ja mit einem Stück Holz ewig lange Sachen produzieren. Und das gefällt mir dann auch nicht. Dann ist der Reiz irgendwo raus, sich die Rohstoffe halt zu holen. Ne? Und die Kohle würde dann auch komplett den Wert verlieren einfach. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Also wir haben Cobblestone en masse. Was die in dem Dorf aber natürlich nicht brauchen. Die brauchen Holz. Also sollte ich eigentlich mal gucken, dass ich Holz besorgt kriege. So, da tue ich erstmal eins rein und gucke mal, wie lange das hält. Also ihr seht, das hält schon jetzt nicht mehr so lange. Es geht trotzdem noch relativ schnell. Aber 4 kriege ich locker damit hin. So, wunderbar. Eins da rein. Wunderbar. Da ist Sandstein drinne, da ist Dreck drinne, Rolle und hier war mein Cobblestone. So, Glas, so, ich nehme ja noch eine Axt mit. Ich mache jetzt mal komplett Rodung hier. Was soll's denn? Dreiecks, ne, ah, nein, ich wollte doch keine Spitzhacke, ich wollte. Aber gut, machen wir es so. Damit wir hier endlich mal ein bisschen an Holz ran können. Saplings habe ich keine mit. Grober Fehler. Allzu viele brauchen wir auch nicht. Kriegen ja wieder neue. Aber halt für die ersten Bäume. Leder. Boah, guck mal, was hier Kühe sind. Also Leder. Außerdem sieht man so in der Ansicht auch mal die schönen Rüstungen. Komm mal her, du Kuh. Naja. Ganz schüchtern am Gucken. So, also beim Craften, da gehe ich nur wieder in die Ansicht. Und beim Farmen, besser gesagt. Da ist noch ein Vögel gewesen. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt hier gleich wieder irgendwas ankommt, was mich anspringt oder so. Oh, der Fuchs hat sich eine Ente gejagt. So, durch den Flug mal kriegen wir das Holz auch relativ schnell zusammen. Mann. Richtig zum Einschlafen die Musik. Das wäre mal eine gute Musik eigentlich, wenn man nachts ins Bett geht oder so. So, kleine Bäume, da ist noch ein kleiner Baum. Da ist noch einer. Nein, das Dreckblock lässt du da stehen. Ich werde auch mit den Mods noch so ein bisschen rumprobieren. Ich habe nämlich noch einige gefunden, die mich noch interessieren würden. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Mod, der bringt so Bienen mit in die Welt und dann kann man ja, Honig mit denen herstellen. Man muss die dann auch irgendwie einfangen, die Bienen, und die dann in so Bienenstöcke tun und das Wachs dann verarbeiten und so weiter. Der würde mich noch interessieren. Und naja, mal gucken, was es noch so gibt. Es gibt ja zigtausend Mods mittlerweile, da weiß man schon gar nicht mehr, was man da jetzt alles machen soll. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, der Millionär-Mod ist einfach der beste von allen. Danke für den Setting.
Ja, viel Holz dürften wir jetzt noch nicht so wirklich zusammen haben. So, da ist noch ein Baum. Aber die zwei Äxte, die haben... Oh, jetzt ist natürlich ein Nacht, na super. Ja, die Vögel, die sind echt genial. Ja, komm, ein paar kriegen wir noch zusammen, wo es richtig dunkel wird. Das Blöde ist ja, dass ich auch Holz brauche und die auch Holz brauchen. Ich will ja nicht auf einem Steinboden wohnen. Da ist noch ein schöner Bäume liegen, weil ich mitgehe. Nein, die Abby lassen wir Wiggly. Aber doch schon ziemlich dunkel. Haus ist da. Aber wir müssen da doch eigentlich langsam durch sein, oder? Wie tief sind wir denn da? Also es kann theoretisch sein, dass wir da aus... Oh, ein Skelett. Boah, und drei Oger. Also das sind Oger und Zombies, aber die Oger und dann drei davon. Das will ich aber jetzt mal ausprobieren. Ja, die machen kaputt, wie ihr seht. Und zwar ordentlich. Seht es euch an. So, wenn ich da jetzt in die Hütte gehe und ich den anlocke, aber die Zombies, die greifen die auch an, sehe ich gerade. Und die droppen normalerweise teilweise sogar Obsidian. Ja. Wunderbar. Unser erstes Obsidian. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Boah, sind die heftig. Also die machen ordentlich kaputt, ey. Boah. Und wenn die einen... Boah, nee. Also mit denen lege ich mich noch nicht an. Das Blöde ist nur, ich muss jetzt hier den von meiner Hütte wegkriegen. Ach, guckt es euch an, was die an Zerstörungswut einfach haben, die Kerle. Ach du meine Güte. So, und da könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, was passiert, wenn der hier vor der Tür steht. Da ist ein riesengroßes Loch dann in der Hütte. Deshalb muss ich jetzt auch ganz schnell irgendwie nachher gucken, dass ich eine Etage höher baue, damit mir da erstmal so nicht viel passieren kann. Okay, also die Ogre, die sind drinnen, die funktionieren einwandfrei. Aber ich wollte es ja hart haben. Oh Mann. Aber die halten auch verdammt viel aus, muss man sagen. Hier wieder Kohle on Mars, sehr schön. Aber das ist halt das Schöne, dass die Obsidian droppen. So hat man halt auch eine Möglichkeit, über Tag praktisch Obsidian irgendwo herzubekommen. Natürlich ist es nicht ganz einfach, wie ihr gesehen habt, weil die halten ordentlich aus und richten auch ordentlich Schaden an. Ich kann doch hier durchgucken. Also ich bin auf gleicher Höhe und ich bin bald durch. Okay.